Ja, ein bisschen chaotisch in Rom und deswegen schalten wir mal live dorthin. Julia Murmelter ist dort für uns. Also da sitzen jetzt die Fraktionen beieinander und beraten, wie man eventuell weitermachen könnte oder nicht weitermacht. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Genau, zur Stunde sitzen die hier in Rom im Senat zusammen. Viele sind aus ihren Ferien gekommen, mit den Rollkoffern hier heute angekommen in Rom. Es ist ein sehr ungewöhnliches Bild. Ja, und jetzt muss darüber beraten werden, wann soll denn dieses Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Conte stattfinden? Wann soll es dann auch Neuwahlen geben? Und gerade ist am wahrscheinlichsten, dass das Misstrauensvotum wahrscheinlich am 20. August stattfindet. Ja, und dann liegt der Ball beim Staatspräsidenten Mattarella und der muss dann entscheiden, ob es Neuwahlen geben soll oder ob erstmal eine technische Regierung die Geschäfte weiterhin übernehmen soll. Also so eine Art Übergangsregierung, was könnte die denn besser als die jetzige? Naja, die könnte das erledigen, was noch zu erledigen ist. Man könnte fast sagen, die könnte die Drecksarbeit machen. Die müsste zum Beispiel ein Haushaltsgesetz verabschieden und einfach schauen, dass das dann alles rechtzeitig fertig wird, weil das muss dann ja am 15. Oktober nach Brüssel übermittelt werden. Gerade ist man sich aber noch nicht einig. Es gibt ja hier die verschiedensten Meinungen. Die Lega rund um Salvini, die möchten Neuwahlen so schnell wie möglich. Hingegen andere politische Kräfte hier, die Fünf-Sterne-Bewegung, die wollen, dass man schon auch neu wählt, aber dass man das noch ein bisschen hinauszögert. Und genau, und darüber wird gerade beraten, da muss man alles sehen, wie das jetzt weitergeht. Ja, und eventuell, so vermuten es manche, könnte wieder Herr Salvini davon profitieren. Warum eigentlich? Was will er? Naja, für ihn ist gerade irgendwie der Moment gut. Er liegt in den Umfragen sehr weit vorne. Die Italiener finden ihn total gut. Er ist gerade auf Sommertour unterwegs an den Stränden hier im Land und genießt sehr viel Zustimmung. Er ist, wie Sie sagen, der gute Mann von nebenan, der sagt, jetzt komme ich hierher, jetzt räume ich hier auf, ich mache was Gutes für die Italiener. Aber jetzt ist irgendwie der heikle Moment gekommen, wo er eigentlich dieses Haushaltsgesetz hätte verabschieden müssen. Ja, und jetzt hat er die Regierung platt lassen. Und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Das ist natürlich gefährlich, wenn diese Arbeit jetzt eine Übergangsregierung macht aus Technokraten. Dann kann er weiterhin im Wahlkampfmodus sein und dann kann er sagen, ich hätte ja alles viel besser gemacht. Ich hätte harte Kante gezeigt gegenüber Brüssel und das würde ihm dann vielleicht noch mehr bei einer Neuwahl noch mehr Stimmen bringen. Also man ist gerade unentschlossen, ob man jetzt schnell Neuwahlen machen soll oder ob man diese Übergangsregierung machen soll, die dann aber ihm vielleicht mehr Stimmen bringen könnte schlussendlich. Das heißt, es ist auch im Grunde genommen ja diese Familienliebe Europas, die steht auf dem Spiel, wenn Salvini doch noch mehr Macht bekommt. Ja, dies steht ein bisschen auf dem Spiel, denn eins ist klar, wenn Salvini neuer Ministerpräsident in Italien werden würde, dann würde er einen sehr harten Ton anschlagen. Er würde es wahrscheinlich eskalieren lassen mit Brüssel, was eine Katastrophe für das Land wäre. Und die Italiener sind eigentlich müde davon, immer den Preis zu bezahlen. Nur kann er eben so gut reden und versucht, die Leute zu überzeugen, dass er sagt, wenn ich Ministerpräsident wäre, dann würde ich klare Kante zeigen, dann würde er irgendwie Brüssel sagen, was los ist und nicht andersrum. Ja, ganz kurz noch und das alles in Badehose. Der Italiener an sich nimmt ihm das alles so ab, richtig? Naja, Salvini zeigt sich sehr volksnah. Er ist da für die Leute, er hört ihnen zu, er macht mit denen ein Selfie nach dem anderen, er kann sehr gut reden. Und die Italiener, er hat eine sehr geschickte Strategie auch auf Social Media. Er schlüpft oft in die Opferrolle und sagt, die anderen sind schuld. Also er arbeitet sehr mit diesem Feindbild und das kommt bei den Leuten an. Und vielen ist vielleicht auch einfach einiges zu kompliziert, damit sie das wirklich hinterfragen. Und Salvini liefert in Badehose am Strand einfache Antworten. Ja, ich danke aber für nicht so einfache Antworten aus Rom, Julia Murmelter. Dankeschön dorthin. Gerne.